An diese Bilder erinnern sich die Käfertaler Faustballer nur zu gerne. Deutscher Vizemeister 2018, ein Jahr später die Bronzemedaille. Erfolge gab es aber bisher nur in der Halle. Liegt die den Mannheimern einfach besser? Ich würde sagen schon, ja. Also wenn man sich die letzten Saisons anschaut, waren wir schon in der Halle souveräner. Jetzt wollen wir natürlich schauen, dass wir im Feld auch nachziehen und uns da verbessern. Das ist natürlich eine andere Spielerei, aber ja, Feld muss auch kommen jetzt. Große Unterschiede gibt es nicht nur beim Wechsel von Gummiboden zu Rasen. Auch am ersten Spieltagwochenende war alles dabei. Ein Kantersieg und eine deutliche Pleite. Die Herausforderung, draußen ändert sich auch die Spielweise. Das Feld ist 5 Meter länger als in der Halle. Dadurch muss man natürlich viel mehr Raum abdecken. Das Blockspiel fällt weg, weil einfach, wenn der Blockspieler vorne an der Leine stehen würde, müsste man zu viert diese Riesenfläche abdecken. Dadurch haben halt auch kleinere Angreifer die Möglichkeit, gut zu spielen und hoch zu spielen. Ach ja, hoch spielen, das dürfen in dieser Saison nicht nur die Männer. Die TVK-Frauen haben den Sprung in die erste Bundesliga geschafft. Die Ziele für den Neuling sind klar. Auf jeden Fall erstmal die Liga halten, das ist das Wichtige. Und es ist auf jeden Fall auch sehr schwierig, weil wir sehr starke Gegner haben und selbst erstmal reinfinden müssen. Also wir hatten jetzt auch schon ein paar Turniere und die sind jetzt so lala gelaufen, also es könnte noch besser laufen, aber wir werden sehen, wie wir am Samstag in die Saison starten werden. Bei den Frauen gibt es immer 2 Spiele pro Spieltag. Der Auftakt steigt beim TV Tannheim gegen die Gastgeber, danach geht's gegen den FSV Hirschfelde. Für die Männer geht's am Samstag beim TV Schweinfurt-Oberndorf weiter.